wir haben die eigentlich schon zu Hause aufgenommen. Das ist heutzutage üblich so. Oder zumindest logistisch günstiger. Man nimmt da einfach nur sogenannte DI-Spuren auf und im Studio werden die dann gereamped, also werden durch den Verstärker gejagt und bekommen ihren finalisierten Sound. Ui, Strongman. Das ist doch noch nicht recht eingestellt, ja. Hat das was? Gerne. Strongholt. Spielmetz. Ich mache erstmal dann die Boxen im Mikro so. Und dann schalte ich auf einen Amp und stelle mir den so ein, dass ich denke, das klingt jetzt geil. Und dann kann man sich so rantasten, ohne jetzt zu sagen, ich versuche die jetzt erstmal alle gleich zu machen. Man weiß ja, wie Kohle drauf ist und dass, wenn man hier ist, nichts schief gehen kann. Today is all about reamping guitars. There's an Engel Amp, a Mesabugi Amp, a Brunetti Amp and a EVH 5150. We can switch between those amps. Magic. There's two cabinets connected. Let's see what we end up with. Let's go. Wir klicken einfach mal drauf und gucken, was gut klingt. Jetzt haben wir es so gemacht, dass wir tatsächlich mal so eine etwas ältere Herangehensweise genutzt haben. Das heißt, wir haben ganz klassisch links, rechts aufgeteilt. Also es gibt eine linke Rhythmusspur und eine rechte Rhythmusspur auf den Gitarren. Und jeweils einer von uns hat das dann eben übernommen. Da muss man natürlich gesondert darauf achten, dass das trotzdem tight klingt, dass beide gleich spielen. Aber es gibt trotzdem noch so eine gewisse Breite mit rein. Let's open the gates of hell. Zumindest die ich spiele, die beste Wahl, zusammen mit der THC-Box. Und Jason, Schalter 2 und Box A ist ebenfalls die THC-Box und das wäre dann der Rectifier. Ja. Beide Gitarren klingen halt irgendwie schön aufgeräumt. Also die haben dieses nötige Low-End für die Mucke, aber da wir halt auch viele Single-Note-Riffs spielen, die etwas sauberer klingen müssen, klingt das relativ aufgeräumt mit den beiden Amps. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Fonso und Krimo übernehmen meistens das Kochen. Auf allen Stellen wird hier gearbeitet. Riecht es wirklich nicht gut. Das machen wir dann in den Wok alles. Da kommt dann alles dazu. Jetzt sieht es enge aus. Das Endprodukt muss dann in den Topf. Das Endprodukt muss in den Topf. Das Endprodukt muss hier rein. Ne Endtopf. Kennst du auch das sein? So unnötig viel geblinzelt. Hallo. Al Jackson ist etwas älter, aber ein treuer Begleiter. Ein EMG 817, also FH7 selber, 81er Version und vorne ist ein 707. Auch das gehört immer ein bisschen zur Aufnahme, dass man hier oben diese Geräusche wegdämpft und dann haben wir das hier hinten nämlich auch nochmal. Es sind ja diese Federn drin und die schwingen auch gerne mal nach beim Einspielen, deswegen wird das ein bisschen abgedämpft und dann klingt es auch etwas besser. Elixir Strings, einfach deswegen, weil die ziemlich lange halten und da muss man mal während so einer Recording Session nicht fünfmal die Saiten tauschen, sondern man spielt es halt mit einem Satz durch und die klingen halt trotzdem noch am Ende genauso wie am Anfang. Die Rhythmusgitarren habe ich mit der LTD H1007 eingespielt. Schweres Holz und aktive Tonabnehmer, 24 Bünde. Jumbo Frets, natürlich auch wie von so Elixir Strings. Nicht Necto, aber spielt sich mega gut und klang jetzt besonders in Kombination mit dem Mesa Dual Rectifier ganz gut.
Windspear Instrumental Company. Das sind meine Signature Picks. Die Black drin haben einen recht starken Attack. Und das kommt zu meinem Spielen ganz gut entgegen. Lead Gitarren Sound How to Tutorial. Die ganzen Leads und Solo-Gitarren meinerseits habe ich mit der Carillion aufgenommen. Diese Gitarre hat eine etwas größere Mensur, 26,5 Zoll, und die Saitenstärke ist hier 9 bis 56. Das ist mit einer der ersten Headless-Gitarren, die von Carillion Guitars, besonders von Chris D'Elia, hergestellt wurden. Thank you! Thanks! Generell genieße ich das schon, dass das so entsteht, Stück für Stück, jeden Tag, dass du dran arbeitest. Siehst du das, wie ich das mache? Ja. Du stehst halt pünktlich früh um 12 auf, arbeitest dann an dem Album. Das dauert alles ewig. Du bist zu schwer. Kannst du jetzt mal auch offiziell zugeben, dass dir so, dass dir so unsere Riffs einfallen? Ich dachte, ja, na klar. Allerdings sterbe ich da nicht dabei, sondern die anderen. Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Bestes Death Metal Album aller Zeiten. Produktions Energiespender Bananenbrot. Einwandfrei. One Man Free. Dann tut man dann dort gemeinsam hausen, ne, geht abends, wie gesagt, pünktlich um 10 ins Bett. Damit man auch frisch und munter ist für so eine Produktion. So, trauriger Koala, der keinen Baum gefunden hat. Darauf acht gehen, auf eure Welt. Wir Menschen müssen nämlich eins sein mit der Erde. Wenn wir das sonst versäumen, müssen dann wieder solche traurigen Songs geschrieben werden. So ist es. Wir brauchen schon Niveau. Ich nicht. Kohle weiß, welchen Sound wir haben wollen. Und er hilft uns auch dabei, genau dieses Ziel dann so zu verfolgen. An der Stelle, wenn es ein bisschen im Hintergrund sein soll, würde ich eher den normaleren Sinn nehmen, weil er ist einfacher zu mischen. Hm. Und an irgendeiner Stelle, wo das Ganze präsenter ist und wirklich Solo vorne ist und man so ein bisschen sagt, köstlich, Brutzel, Bratzel. We cared for like keeping the energy throughout the entire song, so to say. Working on the structure of the songs and on the impact of the riffs. Also es ist auf jeden Fall was Neues, was wir da gemacht haben, und wir sind mit dem Gitarrensound, der jetzt auch schon fertig ist, sehr zufrieden. Also der ist sehr tight, so wie er sein muss, und Sound ist geil, könnt ihr euch drauf freuen. Mit dem neuen Album bekommt man auf jeden Fall wieder 100% Zytotoxin. Ich höre nichts mehr. Ach ja, ein Death Metal. Das wird richtig gut. Daumen hoch.